Was geht Leute von heute, mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video stelle ich euch wie versprochen den Jet Guide vor, in dem ich euch die Basics sowie Tipps und Tricks für Anfänger und Fortgeschrittene des Jetfliegens näher bringen werde. Solltet ihr noch weitere Tipps und Tricks kennen, die nicht in diesem Video vorkommen, so bitte ich euch doch bitte, das in die Kommentare reinzuschreiben, damit wir alle uns gegenseitig dafür unterstützen, noch bessere Jetpiloten in GTA Online zu werden. Der Jet Guide wird ungefähr so aufgebaut sein wie mein vergangener Heli Guide. Wenn ihr den noch nicht angeschaut habt, zieht euch den rein, der ist auch ziemlich gut geworden. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, Leute. In diesem Video werde ich überwiegend auf die Jets Laser, die B11, den Starling und den Pyra eingehen, weil das die vier Jets sind, die am häufigsten in GTA Online benutzt werden und die auch meiner Meinung nach die vier besten Jets in diesem Spiel sind, um möglichst effektiv gegen eure Feinde kämpfen zu können. Wir fangen wie bei dem Heli-Guide erstmal mit den Basic-Einstellungen an und hier gehen wir erstmal direkt auf das Wichtigste ein und zwar die Minimap. Denn wenn ihr Jet fliegen wollt, müsst ihr die Minimap in- und auswendig können. Ihr müsst sehr viel mit der Minimap arbeiten und hier kommt dann auch direkt schon mein erster Tipp und zwar stellt euer Radar um auf erweitertes Radar. Dazu drückt ihr einfach die Optionstaste auf eurem Controller, geht auf Einstellungen, dann auf Anzeige und dann auf erweitertes Radar und das stellt ihr dort ein. Das erweiterte Radar ermöglicht euch eine bessere Übersicht in der Open Lobby. So könnt ihr eher sehen, wenn feindliche Flugzeuge oder Helis sich euch nähern und ihr könnt mögliche Ziele, die ihr persönlich selber angreifen wollt, besser ausmachen, besser spotten und euch quasi schon mal darauf vorbereiten, den richtigen Anflugwinkel zu wählen. Übt auf jeden Fall mit dem erweiterten Radar klarzukommen. Solltet ihr dennoch anfangs Probleme haben, reicht es völlig, wenn ihr einmal das Steuerkreuz nach unten drückt, denn dann bekommt ihr wieder die kleine Ansicht, mit der ihr dann etwas detaillierter sehen könnt, wo sich euer Feind auf der Straße befindet. Fliegt am besten mit dem erweiterten Radar rum und solltet ihr irgendwen angreifen wollen und ihr seid euch nicht ganz sicher, wo der steht, dann drückt einmal Steuerkreuz nach unten, damit die Map sich verkleinert, so könnt ihr genauer sehen, wo er sich befindet und könnt ihn dann angreifen. Im Jet gibt es vier verschiedene Kameraperspektiven, einmal die mittlere Distanz, dann die weite Distanz, dann die Ego-Perspektive und zum Schluss die nahe Distanz. Die Kameraperspektive wechselt ihr, indem ihr einfach einmal auf das Touchpad drückt und mit dem Touchpad könnt ihr dann durch die verschiedenen Kameraperspektiven durchswitchen. Wenn ihr ein guter Jetpilot werden wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall aneignen, in verschiedenen Kameraperspektiven zu arbeiten, denn verschiedene Kameraperspektiven sind für verschiedene Situationen am sinnvollsten. Zum Beispiel ist die weit entfernte Kameraperspektive extrem gut geeignet für Dogfights und die Ego-Perspektive ist extrem gut geeignet für Ziele auf dem Boden. Bei der Ego-Perspektive gibt es noch eine kleine besondere Einstellung. Und zwar, wenn ihr normal in die Ego-Perspektive geht im Jet, dann habt ihr diese Cockpit-Ansicht. So, diese Cockpit-Ansicht versperrt euch allerdings ziemlich viel von eurer Sicht, weshalb ich euch empfehlen würde, die Motorhaubenperspektive einzustellen. Um die Motorhaubenperspektive einzustellen, geht ihr wieder auf Optionstaste auf dem Controller, dann auf Einstellungen, auf Kamera und dann Ego-Perspektive Motorhaube und stellt diese auf ein. Diese Sicht ermöglicht euch ein viel besseres Blickfeld, ihr habt nicht mehr das nervige Cockpit im Sichtfeld und könnt meiner Meinung nach die Ziele so besser spotten und besser treffen. Aber hier wohlgemerkt nur die Bodenziele. Im Dogfight macht diese Sicht keinen Sinn. Versucht mal mit dem Jet in allen vier verschiedenen Kameraperspektiven durch die Stadt zu fliegen, um ein besseres Gefühl für jede Kameraperspektive zu entwickeln und um für euch entscheiden zu können, mit welcher Kameraperspektive ihr denn am liebsten standardmäßig rumfliegt. Beim Switchen der Kameraperspektiven ist Muscle Memory das Wichtigste. Wenn ihr euch entschieden habt, in einer gewissen Perspektive rumzufliegen, dann müsst ihr euch merken, wie oft ihr auf das Touchpad drücken müsst, damit ihr in die gewünschte andere Perspektive wechseln könnt. Das heißt zum Beispiel, ihr fliegt jetzt in der Kameraperspektive mit mittlerer Distanz, dann müsst ihr zweimal schnell aufs Touchpad drücken, damit ihr in die Ego-Perspektive kommt. Und wieder zweimal schnell aufs Touchpad drücken, um wieder zurück in die mittlere Distanzkamera zu kommen. Das schnelle Wechseln von Kameraperspektiven ist essentiell für jeden Fight und ihr solltet euch wirklich merken, wie oft ihr auf das Touchpad draufdrücken müsst, um einmal in die Dogfight-Kamera, sprich die Weite, und um einmal in die Ego-Perspektiven-Kamera zu kommen, sprich die Kamera, die ihr für Bodenziele benutzen solltet. Ihr könnt natürlich auch in der mittleren Distanz oder in der euch gewünschten Distanzkamera Bodenziele angreifen. Das bleibt euch überlassen. Das sind hier lediglich nur ein paar Tipps, die ich
euch ans Herz lege. Ein wirklich guter Job, um die Flugmanöver und die Kameraperspektiven zu üben, ist das von Rockstar erstellte Rennen im Looping. Dazu geht ihr einfach auf die Optionstaste, dann auf Online, dann auf Rennen und dann scrollt ihr runter, bis ihr den Job im Looping findet. Und innerhalb dieses Jobs habt ihr dann die Möglichkeit, mit der Laser zu üben, mit der Hydra und auch dem Pyro, sprich drei verschiedene Jets, die ihr in diesem Job üben könnt. Der Vorteil bei diesem Rennen ist, dass wenn ihr mal crashen solltet, ist das gar kein Problem. Ihr respawnt einfach immer am letzten Checkpoint. Wenn ihr wollt, dass ihr etwas näher innerhalb der Stadt spawnt, dann müsst ihr die Checkpoints so weit abfliegen, bis ihr dann einen Checkpoint in der Stadt erwischt. Dann könnt ihr einfach von den Checkpoints wegfliegen und in der Stadt rumfliegen und euch quasi in der Stadt probieren und dort üben, mit dem Jet klarzukommen. Fliegt am besten mal unter ein paar Brücken durch, macht Messerflüge knapp an Gebäuden vorbei, wirklich damit ihr die Größe eures Jets einschätzen könnt und besser mit dem Handling des Jets klarkommt. So, während ihr mit dem Jet rumfliegt, versucht euch auf jeden Fall anzueignen, mit dem rechten Stick zu arbeiten, sprich mit der Kamera. Versucht mal mit dem rechten Stick den immer so auszurichten, dass ihr mit der Kamera unter euch schaut, sodass ihr quasi eure Ziele beobachten könnt, die ihr dann angreifen wollt. Versucht auch wirklich jedes Mal, wenn ihr mit dem Jet, wenn ihr euch dreht, dass ihr die Kamera auf das Ziel richtet, wo ihr, wie gesagt, angreifen wollt oder was ihr umkreisen wollt. Einfach, dass ihr immer mit dem linken und dem rechten Stick gleichzeitig arbeitet, sodass ihr eine bessere Übersicht bekommt und immer euer Ziel quasi im Auge behaltet. Versucht das mal bei NPC-Autos, dass ihr wirklich euch auf ein Auto fixiert und da haltet ihr die Kamera einfach die ganze Zeit drauf und versucht den dann zu verfolgen, während ihr über dem Kreis. Solltet ihr mit dem Jet zu schnell sein, dann könnt ihr auch einfach das Fahrwerk ausfahren. Das ist übrigens auch ganz wichtig für die späteren Tipps, die ich euch noch zeigen werde, wie ihr Leute bzw. Bodenziele angreift. Da der Jet extrem schnell, extrem viel Speed aufnimmt, ist es wichtig, ab und zu mal das Fahrwerk auszufahren, damit ihr euch wieder verlangsamt und das Handling wieder etwas kontrollierter wird. Hier auch nochmal der Tipp an euch, versucht euch auf jeden Fall in der Flugschule. In der Flugschule werden euch viele Basics beigebracht, wie ihr mit dem Jet Messerflüge und so weiter vollbringt. Die Flugschule ist nicht wirklich einfach, Leute. Zumindest für Anfänger. Allerdings kann ich euch sagen, dass sie wirklich viel bringt, euch vor allen Dingen wirklich viel bringt, um besser Jet fliegen zu können. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, diese zu absolvieren. Die Flugschule könnt ihr übrigens ab Level 6 am Los Santos Flughafen finden. Einfach in den blauen Kreis rein und die Flugschule kann beginnen. So, wenn ihr euch dann relativ sicher in eurem Jet fühlt, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Raketenausweichen. Beim Raketenausweichen gibt es zwei effektive Methoden, die ihr anwenden könnt. Die erste Methode dient dazu, um den Raketen des Feindes auszuweichen, aber dennoch in seiner Nähe zu bleiben. Und die zweite Methode dient dazu, Raketen auszuweichen und von eurem Feind wegzukommen. Bei der ersten Methode geht es einfach darum, zu kreisen. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Sobald euch Raketen erfassen und sie euch hinterherfliegen, müsst ihr einfach nur mit dem Jet kreisen. Wir haben hier als Beispiel noch das Oppressor MK2 Bike genommen. Das sind die aggressivsten Raketen im Spiel. Und auch diesen Raketen könnt ihr ganz einfach mit dieser Methode ausweichen. Wenn ihr jetzt wie in diesem Fall eine Linkskurve macht, dann tippelt zusätzlich noch die R1-Taste, damit ihr nicht an Höhe verliert. Das gleiche gilt für die andere Seite. Solltet ihr nach rechts ausweichen, müsst ihr die L1-Taste antippeln, damit ihr auch da nicht die Höhe verliert. Haltet einfach den Boost komplett durchgedrückt und zieht eure Kreise, dann könnt ihr ganz einfach den Raketen ausweichen. Bei der zweiten Methode geht es darum, von eurem Feind wegzukommen. Sobald euch die Raketen hinterher fliegen, versucht ihr in einem schlangenartigen Manöver diesen Raketen auszuweichen und dennoch von eurem Feind euch zu distanzieren. Dazu lenkt ihr zum Beispiel einmal nach links, wechselt die Richtung, dann einmal nach rechts und wieder nach links. Also wirklich, dass ihr in schlangenartigen Bewegungen von eurem Feind wegkommt. Versucht die schlangenartige Bewegung allerdings nicht zu kurz zu machen, denn sonst kommt die Rakete euch hinterher. Zieht wirklich einmal etwas länger nach links, dann wieder etwas länger nach rechts und wieder was länger nach links, sodass die Rakete euch immer ein bisschen hinterherfliegen muss. Durch dieses Manöver generiert ihr nämlich etwas Geschwindigkeit, wo die Rakete einfach nicht hinterherkommt. So, bevor wir zu den Angriffsstrategien kommen, kommen wir erstmal zu den Tarnungen bzw. welche Waffen ihr zu welchen Jets ausrüsten solltet und ebenso welche Gegenmaßnahmen ihr denn bei den Jets einsetzen solltet. Und da fangen wir direkt mal bei der Lackierung der Jets an. Und zwar würde ich euch hier empfehlen, genauso wie in meinem Helikopter-Guide, die Metallfarben zu wählen und hier ganz speziell die Farben gebürsteter Stahl oder gebürsteter schwarzer Stahl. Der Vorteil dieser Farben ist, dass sie sich je nach Tageszeit extrem gut den Lichtverhältnissen anpassen. Sprich, wenn es tags ist, passt sich diese Lackierung extrem gut den hellen Lichtverhältnissen an. Und wenn es Nacht ist, passt sie sich auch extrem gut den dunklen Lichtverhältnissen an. Kommen wir also auch direkt zu einem meiner absoluten
absoluten Lieblingsjets, und zwar dem B11. Der B11 ist eine absolute Kampfmaschine. Ich muss zugeben, er ist eher für erfahrenere Jetpiloten geeignet, weil es extrem schwierig ist für Anfänger, diesen zu handhaben. Aber wenn ihr Jet fliegen könnt, dann holt euch auf jeden Fall das Ding, weil es macht enorm viel Spaß. Der B11 ist extrem robust, packt auf jeden Fall die 100%ige Panzerung drauf. Bei den Bomben würde ich euch auf jeden Fall die Sprengbomben empfehlen, weil die den höchsten Explosionsradius haben. Und bei den Gegenmaßnahmen würde ich euch auf jeden Fall die Täuschkörper empfehlen. Das würde ich euch generell in jedem Jet empfehlen, diese Täuschkörper auszuwählen. Da ihr mit Jets ja meistens weit oben in der Luft fliegt und eher wenig unten in der Nähe von Gebäuden, könnt ihr euch halt auch kaum hinter Gebäuden verstecken. Und deswegen ist es eher sinnfrei, die Düppel auszuwählen, weil die Düppel ermöglichen euch einfach nur 6 Sekunden lang nicht anvisierbar zu sein. Das bringt euch in der Luft allerdings gar nicht mal so viel. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, die Täuschkörper anzuwenden. Die könnt ihr immer wieder mal dann raushauen, wenn euch Raketen hinterher fliegen, deswegen sind die ganz nützlich. Der B11 ist ein recht träger Jet, ungefähr so träge wie der Titan. Deswegen würde ich euch hier auf jeden Fall empfehlen, die Rennsteuerung reinzumachen, damit ihr den B11 noch mit einem besseren Handling schmückt. Keine Sorge, euer Aim wird dadurch nicht beeinträchtigt sein. Kommen wir zu einem meiner kleinen Lieblingsjets, und zwar dem Starling. Der Starling ist einer der besten Konter gegen Laser und Hydra. Aufgrund der hohen Wendigkeit seid ihr jedem Laser und jeder Hydra auf jeden Fall im Dogfight überlegen. Der Starling ist relativ schwer zu fliegen. Allerdings, wenn ihr ihn meistert, dann seid ihr wirklich unbesiegbar gegen Laser und Hydra Jets. Obwohl er so klein ist, hält er relativ viel aus. Ihr könnt hier auch die 100%ige Panzerung draufpacken, was ein ziemlich guter Punkt ist für so ein kleines Ding. Auch hier würde ich euch wieder die Gegenmaßnahmen empfehlen, die Täuschkörper reinzuballern, da die einfach wesentlich effektiver für Jets sind. Und da das Ding relativ wendig schon von Natur aus ist, würde ich euch hier empfehlen, eine etwas sanftere Steuerung einzustellen, sprich entweder die komfortable Steuerung oder vielleicht doch die serienmäßige Steuerung, da wenn ihr die Sport- oder Rennsteuerung benutzt, ihr ein ziemlich wackeliges Aim mit dem Ding habt, und Aim ist bei dem Teil wirklich sehr wichtig. Die Schüsse müssen präzise sitzen, deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, da eine ruhigere Steuerung einzusetzen. Packt bei den Waffen auf jeden Fall die Lenkraketen rein. Ihr habt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, zwischen Lenkraketen und ungelenkten Raketen hin und her zu switchen. Das ist ziemlich gut für Boden- sowohl als auch Luftziele. Und bei den Bomben macht ihr natürlich einfach wieder die Sprengbomben rein. Kauft euch auf jeden Fall noch den verbesserten Schub, der hilft euch definitiv in Dogfights noch zu dominieren. Kommen wir jetzt zum Pyro, dem, wie viele sagen, besten Dogfight-Jet, den es in diesem Spiel gibt. Und das zu Recht, denn der Pyro ist extrem widerstandsfähig, hat ungefähr die Panzerung eines B11 und ist dazu auch noch wirklich, wirklich wendig und eben extrem gut geeignet für jeden Dogfight. Bei den Gegenmaßnahmen packt ihr wieder die Täuschkörper rein. Bei der Steuerung würde ich euch wie beim Starling eine etwas ruhigere Steuerung empfehlen. Keine Sorge, euer Handling wird dadurch nicht wirklich viel beeinflusst. Es ist allerdings auch wieder wichtig, mit diesem Jet Aim zu haben. Und selbst mit einer ruhigeren Steuerung seid ihr immer noch besser im Handling als Laser, Jet oder sonst irgendwas. Und immer noch der beste Dogfight-Jet. So, ich habe jetzt hier in dem Bild die Rennsteuerung ausgewählt, aber wie gesagt, ich würde euch wirklich empfehlen, die Komfortsteuerung oder serienmäßige Steuerung anzuwenden. Ich habe das nämlich dann später noch geändert. Auch hier packt ihr wieder die Lenkraketen drauf. Genauso wie beim Starling könnt ihr auch hier wieder zwischen ungelenkten und Lenkraketen hin und her switchen. Kommen wir jetzt zu dem etwas interessanteren Teil, und zwar den Kampfstrategien mit dem Jet. Natürlich würde ich euch auch hier wieder empfehlen, euch erstmal langsam ranzutasten. Das heißt, ihr müsst einfach erstmal generell üben, mit dem Jet auf dem Boden überhaupt irgendwas zu treffen. Und dazu eignen sich halt momentan immer noch NPCs am besten. Fliegt mit dem Jet einfach mal über eine Autobahn und versucht wirklich einfach mal stumpf Autos zu treffen. Ich meine, das ist jetzt keine große Kunst, aber dass ihr einfach das Gefühl dafür bekommt, wie ihr mit dem Jet runterfliegt und wann ihr mit dem Jet wieder hochfliegt bzw. hochziehen müsst, damit ihr nicht unten in die Straße reinkracht. So bekommt ihr auch noch ein gewisses Feeling für, wo ihr genau hinschießen müsst, damit ihr die Autos auch wirklich zerstört und mit welcher Geschwindigkeit ihr am besten runterfliegen solltet. Versucht anfangs erstmal ganz normal die NPC-Autos zu treffen, und wenn ihr da ungefähr ein kleines Feeling für bekommen habt, dann fahrt doch einfach mal das Fahrwerk aus und ihr werdet sofort merken, was das für einen Unterschied macht, wenn ihr dann da unten die Karren zerstört. Versucht dann im nächsten Schritt das so zu üben, dass wenn ihr runterfliegt, das Fahrwerk ausfahrt, und wenn ihr angegriffen habt und wieder hochziehen wollt, zieht ihr das Fahrwerk wieder ein und zieht den Jet nach oben. Sprich, wenn ihr runterfliegt, schön das Fahrwerk ausfahren, damit ihr langsamer und kontrollierter angreifen könnt, und dann, wenn ihr hochziehen wollt, zieht ihr das Fahrwerk wieder ein und zieht den Jet nach hinten, sprich nach oben. Arbeitet auch immer schön mit dem rechten Stick, mit der Kamera, dass ihr erstmal unten auf die Straße schaut, dann wirklich mit der Schnauze runtergiert, Fahrwerk ausfahren, angreifen und dann beim Hochziehen wieder das Fahrwerk einfahren. Sucht euch dann mal wirklich spezielle Fahrzeuge aus, die wirklich, wo ihr wirklich nur dieses eine Fahrzeug treffen wollt und keine anderen. Und nachdem ihr das zerstört habt, zieht ihr dann hoch und fliegt zum nächsten. Jetfliegen hat viel mit Übung zu tun, Leute.
Leute, da braucht ihr viel Geduld, um da meisterlich unterwegs sein zu können. Deswegen merkt euch auf jeden Fall die Tipps, die ich euch hier immer wieder zuwerfe. Beim Runterfliegen und Angreifen Fahrwerk ausfahren, sobald ihr hochzieht, Fahrwerk wieder einfahren und immer schön mit der Kamera arbeiten, sprich mit dem rechten Stick, immer schön auf den Boden schauen und euer Ziel in dem Sinne beobachten. So, die L1 und R1-Taste dienen euch zum Zielen. Das heißt, wenn ihr runterfliegt, müsst ihr mit der L- und R1-Taste arbeiten, damit ihr einen größeren Sprengradius erzielt. Die Tasten R1 und R1 sind verdammt wichtig, sowohl beim Fliegen als auch beim Angreifen. Übt auf jeden Fall immer mal wieder, wenn ihr runterfliegt, auch mit R1 und L1 einfach mal größere Streukreise zu ziehen, damit ihr eine größere Fläche abdeckt. Wichtig ist vor allem auch, dass ihr euch an die Minimap richtet. Sprich, ihr müsst euch echt auf die Karte konzentrieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dieser Minimap diese fette Autobahn seht, dann müsst ihr genau wissen, wo auf der Karte welche Straße wo ist, wo sie abzweigt und so weiter. Wenn ihr dann runterfliegt und angreifen wollt, dann müsst ihr immer schauen, dass genau die Spitze des Pfeils auf der Minimap, sprich die Spitze eures Pfeils, direkt auf euer Ziel gerichtet ist. So, das wird später noch etwas wichtiger, wenn ihr dann Gegner auf der Minimap sehen werdet. Aber ihr könnt hier zum Beispiel auch schon mal die Polizeiautos nehmen. Die werden euch nämlich auch auf der Minimap angezeigt. Versucht wirklich da mit der Spitze des Pfeils auf den Punkt gerichtet drauf zu fliegen und sie dann wegzuholen. Wenn ihr euch dann relativ sicher fühlt mit den Methoden, die ich euch genannt habe und da schon ein bisschen geübt habt, dann könnt ihr euch jetzt zum nächsten Schritt begeben und da geht es jetzt darum, ein Ziel mehrmals anzufliegen und das dann auch im steileren Winkel. Aber da kommen wir später nochmal zu. Als erstes sucht ihr euch jetzt erstmal am Flughafen Los Santos einen Angriffspunkt, den ihr öfter anfliegen könnt, wo ihr eure Angriffsstrategie noch mal etwas perfektionieren könnt. Ich habe jetzt hier diesen kleinen Würfel genommen. Ich habe immer den immer wieder angegriffen. Ich finde das ein ganz gutes Ziel, zumal der auch nachts so eine rote Lampe hat. Man kann ihn also nicht verfehlen. Auch nachts kann man gut mit ihm üben. So, ihr versucht jetzt diesen Würfel einfach immer wieder abzufliegen. Sprich, ihr greift ihn an, fliegt über ihn weg, dreht um und versucht ihn wieder zu treffen. Und das macht ihr so lange, bis ihr wirklich komplett sicher seid und diesen Würfel auch ständig trefft. Denkt an die Methoden, die ich euch vorher genannt habe. Sprich, Fahrwerk ausfahren, wenn ihr angreifen wollt. Das macht euch etwas langsamer und kontrollierter. Und Fahrwerk wieder einfahren, wenn ihr hochzieht. Damit ihr gleichzeitig auch mit der Minimap arbeiten könnt, gebe ich euch den Tipp, landet mal vor diesem Würfel und macht euch direkt dort, wo der Würfel sich befindet, eine Markierung. Dann wisst ihr immer ganz genau, wo der Würfel sich befindet, auch auf der Minimap und ihr könnt dann ganz gut an diesem Würfel üben. Fliegt den Würfel ein paar Mal an und versucht wirklich immer sicherer im Aim zu werden und wenn ihr ihn regelmäßig trefft, dann könnt ihr zum nächsten Schritt übergehen und da geht es dann darum, dass ihr einfach immer im steileren Winkel angreift. Sprich, unser Ziel ist es, dass ihr wirklich mit dem Jet irgendwann straight von oben eure Gegner angreifen könnt und genau das könnt ihr an diesem Würfel üben. Sprich, ihr fliegt einfach mal etwas höher und versucht mal in einem wirklich viel steileren Winkel diesen Würfel anzugreifen, wieder hochzuziehen und das Ganze zu wiederholen. Also hier nochmal gesagt, unser Ziel ist es, dass ihr es schafft, eure Gegner komplett straight von oben anzugreifen, denn das Ding ist, wenn ihr komplett straight von oben eure Gegner attackiert, können diese auf dem Boden nichts ausrichten. Sie können euch weder anstingern, noch mit einer RPG abknallen, noch mit einem Sniper erwischen. Ihr seid nämlich nicht in deren Sichtfeld. So, wenn ihr es dann immer wieder hinkriegt, auch auf einem steilen Winkel den Würfel zu treffen, wird es jetzt wirklich richtig interessant und das geht jetzt schon in die Richtung fortgeschritten, denn was ich euch jetzt vorstelle, ist eine Methode, wo ich sagen muss, dass ich die für mich selber rausgefunden habe. Ich habe es jetzt noch niemanden gesehen, der diese Methode vorgestellt hat. Ich will gar nicht sagen, dass ich die in dem Sinne gefunden habe. Ich habe sie bestimmt nicht gefunden. Ich weiß nur, dass ich sie mir quasi selber beigebracht habe und ich finde diese Methode extrem wirksam, wirklich sehr, sehr gut und ich will sie euch jetzt zeigen, wie die funktioniert. Und zwar ist das jetzt quasi Kamera-Handling für Profis, denn jedes Mal, wenn ihr jetzt über den Gegner hinwegfliegt, drückt ihr R3, um nach hinten zu schauen und euren Gegner so lange im Blick zu behalten, auch während ihr noch hochzieht. Dann dreht ihr euren Jet in der Luft um 180 Grad, aber haltet immer noch R3 gedrückt und versucht, mit der Kamera auf diesem Würfel zu bleiben, sodass ihr euren Jet quasi dreht, aber eure Kamera ist immer noch auf den Würfel gerichtet. So habt ihr die ganze Zeit euren Gegner noch im Blick, obwohl ihr euren Jet dreht. Ihr haltet dann so lange R3 gedrückt und seid mit der Kamera auf diesen Würfel gerichtet, bis ihr mit der Spitze, sprich mit der Schnauze des Jets auf euer Ziel gerichtet seid, dann lasst ihr R3 los und seid ganz normal wieder in eurer Perspektive, wo ihr euer Ziel angreifen könnt. Und jedes Mal, wenn ihr über das Ziel wieder wegfliegt, drückt ihr wieder R3, um nach hinten zu schauen, dreht euren Jet um 180 Grad, während ihr noch R3 gedrückt haltet und quasi noch auf euer Ziel drauf schaut, dann zieht ihr euren Jet so weit nach vorne, bis die Spitze auf den Würfel gerichtet ist und dann
lasst ihr erst R3 los und greift euer Ziel an. Das ist sehr kompliziert, wie ich finde, gerade für Anfänger. Selbst für Leute, die schon was fortgeschrittener sind, das ist hat ein bisschen was mit Übung zu tun, aber kriegt man eigentlich relativ schnell rein. Die erfahrenen Jetpiloten wissen genau, was ich meine. Die kriegen das wahrscheinlich nochmal etwas schneller hin. Der enorme Vorteil dieser Methode ist, die Zeiträume eurer Angriffe verkürzen sich. Sprich, solltet ihr die erste Salve vielleicht mal nicht treffen, seid ihr in 2 Sekunden sofort wieder mit der zweiten Salve am Start. Der Gegner weiß gar nicht, wie ihm geschieht, so schnell seid ihr wieder zurück. Und dann fliegt ihr auch immer noch in dem Winkel, dass er euch nicht treffen kann. Sprich, wenn ihr hochzieht, müsst ihr echt darauf achten, dass ihr relativ wieder über den Gegner kommt, euch dann erst dreht und dann runterzieht und dann von oben wieder angreift. Das hat auf jeden Fall mit viel Übung zu tun, aber ihr kriegt, wenn ihr das drin habt, Leute, dann ist das der absolute Oberhammer, ich schwör's euch. Seitdem ich mir das in dem Sinne mal beigebracht habe, kann ich gar nicht mehr anders und macht es ständig, wenn ich Leute angreife. Hier auch wieder dran denken, dass ihr das kombiniert mit dem Fahrwerk, sprich, wenn ihr hochzieht, habt ihr das Fahrwerk noch drin. Sobald ihr euch dreht und wieder runterziehen wollt, fahrt ihr das Fahrwerk aus und greift euren Gegner an. Und sobald ihr dann wieder hochziehen wollt, fahrt ihr das Fahrwerk wieder ein. Macht auch hier wieder so viele Anflüge, bis ihr wirklich komplett sicher mit dieser Methode seid und komplett sicher trefft. Ihr könnt dann natürlich auch mal viel höher fliegen dann. Die Höhe ist dann natürlich euch überlassen. Je höher ihr fliegt, desto mehr lasst ihr eurem Gegner quasi die Zeit, sich zu regenerieren oder halt zu koordinieren. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wirklich was höher zu fliegen, weil euer Gegner wird natürlich nicht immer da unten dumm rumstehen, sondern wenn ihr auf Fahrzeuge schießt, zum Beispiel auf einen Insurgent, wo ihr sowieso mal öfter drauf fliegen müsst, dann ist es ganz ratsam, auch wirklich mal was höher zu fliegen, sich dann zu drehen und dann nochmal ganz in Ruhe von oben drauf zu schießen. Das ist halt wirklich eine richtig gute Methode, die ich euch empfehlen kann. So, diese Technik ist tatsächlich auch noch erweiterbar und zwar könnt ihr das auch in der Ego-Perspektive machen. Das Ding in der Ego-Perspektive ist nämlich, wenn ihr auf euren Gegner zufliegt und dann R3, sprich nach hinten gucken wollt, dann geht er in die Third-Person-Perspektive, obwohl ihr in der Ego-Perspektive nach hinten schaut. Das heißt, ihr könnt dann in der Ego-Perspektive nach hinten schauen, seid dann in der Third-Person-Perspektive und könnt so euren Gegner wieder sehen. Und sobald ihr euren Jet gedreht habt und 180 Grad und wieder runter fliegt auf ihn, lasst ihr R3 los und ihr seid in der Ego-Perspektive und könnt euren Gegner auf dem Boden nochmal besser sehen. Hier müsst ihr dann auch wieder die komplette Kombination aus Fahrwerk ausfahren, R3 drücken, sprich nach hinten schauen und Ego-Perspektive kombinieren und dann habt ihr eine wirklich richtig gute und effektive Methode, um eure Gegner vom Boden wegzuholen. Diese Methode funktioniert im Übrigen mit jedem Jet. Ihr könnt es mit der Hydra machen, auch mit dem B11 machen und ich würde es euch auch generell für jeden Jet einfach empfehlen, weil ihr mit dieser Methode euren Gegner einfach wirklich komplett unter Kontrolle habt. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie das aus der anderen Perspektive, sprich aus der Bodenperspektive aussieht. Hier muss ich dazu sagen, dass mein Kollege, dem habe ich das gerade in diesem Moment erst beigebracht. Er hat die Methode in diesem Fall zum ersten Mal gemacht und dafür schon richtig gut. Grüße gehen raus am Tank hier und hier könnt ihr einfach mal sehen, wie gering eure Reaktionszeit ist und wie fast unmöglich es schon ist, den vom Himmel zu holen, weil er sich einfach immer außerhalb eures Aims befindet, wieder runterfliegt und euch wegrattert. Perfekte Methode zum Spawn-Trappen. Die Methode ist im Übrigen nicht nur für den Bodenkampf geeignet, sondern auch in der Luft, wenn ihr euch über eurem Gegner befindet, generell wenn ihr euch immer über eurem Gegner befindet, auch bei Helis oder so könnt ihr diese Methode wunderbar anwenden, um direkt wieder runter auf euer Ziel zu fliegen und es halt die ganze Zeit im Blick zu haben. Und da wir gerade bei Helis sind, kommen wir auch direkt zu der Kampfstrategie gegen Helikopter. Es ist egal, welcher Helikopter es ist. Ich habe in dem Fall jetzt einen Buzzard als Gegner. Wenn ihr einen Helikopter von oben oder von unten angreift, hat der keine Chance. Sobald ihr also gegen einen Helikopter kämpft, zieht ihr einfach straight nach oben, ganz hoch in die Luft. Macht am besten noch die Methode, die ich euch eben gezeigt habe. Fliegt dann runter zu dem Helikopter und rattert ihn weg. Der hat keine Chance. Der kann aus diesem Winkel, kann der euch nicht anvisieren, eine Rakete schießen oder sonst was tun. Und ich hatte viele, die in den Kommentaren an meinen vergangenen Videos gesagt haben, ich könnte dich locker mit einem Savage aber holen. Nein, konnten sie nicht. Wir haben es getestet, es hat keiner geschafft. So, also ich kann euch generell sagen, wenn ihr von oben kommt, seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite, um einen Heli zu holen. Einzige Ausnahme ist beim Hunter, wenn er einen Gunner hat. Und zwar, wenn ihr von unten kommt und der Hunter hat einen Gunner drin, seid ihr schon ziemlich am Arsch, weil der Gunner euch ganz easy wegsnacken kann, wenn er das checkt, dass ihr von unten kommt. Da müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, Hunter generell auch immer von oben anzugreifen. Alle anderen Helikopter könnt ihr eigentlich von unten angreifen, außer halt Hunter und Valkyrie. Aber ansonsten könnt ihr echt jeden Heli einfach am besten von oben angreifen. Solltet ihr ihn jetzt von oben vielleicht mal verfehlen, kein Problem, könnt ihr auch unten einfach wieder drehen und dann von unten angreifen. Aber wie gesagt, ich würde euch echt empfehlen, eher von oben anzugreifen. Hier noch ein kleiner Tipp zum Raketenausweichen. Und zwar ist es hier ganz wichtig, dass wenn ihr den Raketen in der Kreisbewegung ausweicht, dass ihr versucht, in der Spirale nach oben zu fliegen, um den Highground zu gewinnen. Sprich, wenn ihr dann einen Savage habt oder so, der euch mit Raketen zuspammt oder einen Oppressor, dann
zieht eure Kreise und haltet am besten, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach links lenkt, R1 gedrückt, damit ihr immer schön in so einer Spirale die etwas Höhe gewinnt und so weit die Höhe gewinnt, dass ihr ganz oben seid und er euch nicht mehr anvisieren kann. Und sobald er euch nicht mehr anvisieren kann, fliegt ihr dann straight runter auf ihn und holt ihn weg. So, natürlich werden sich eure Gegner nicht immer auf freien Flächen bewegen, sondern sehr, sehr oft halt in der Stadt. Und um das zu üben, Gegner in der Stadt zu attackieren, würde ich euch empfehlen, schnappt euch einen Freund, geht zusammen in einen MC oder in einen CO und macht Teambeschuss aus. Dann lasst ihr den einen Freund unten auf der Straße stehen und versucht mit dem Jet wirklich die ganze Zeit diesen Freund zu erwischen. Ihr könnt euch dann in der Party verständigen, ob ihr ihn getroffen habt. Das ist meiner Meinung nach die beste Übung, um euer Aim zu üben. Auch das in der Stadt mit eurem Freund würde ich euch empfehlen, mit sämtlichen Jets zu üben, die ihr üben wollt. So, als nächstes wollen wir uns mit dem Thema Dogfight beschäftigen. Ich selber bin wirklich kein Oberpro im Dogfight, ich mache das viel zu selten, aber ich kann euch hier ein paar ganz gute und nützliche Tipps geben, die euch auf jeden Fall helfen werden, euch in einem Dogfight besser zurechtzufinden. Bei einem Dogfight geht es halt einfach darum, dass derjenige, der quasi hinter dem gegnerischen Jet ist, der hat schon gewonnen. Also seid ihr hinter dem gegnerischen Jet, könnt ihr ihn easy wegholen. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass der andere Jet sich nicht hinter euch bewegt, denn sonst habt ihr verkackt. Da geht es wirklich darum, wer die engeren Kurven zieht, wer die besseren Winkel schafft, wer es einfach am ehesten schafft, hinter den anderen zu kommen. So, und hier ist wieder das Kamera-Movement ganz wichtig, Leute. Versucht mit dem rechten Stick, sprich mit der Kamera, immer schön euer Ziel im Auge zu behalten, wenn ihr kreist. Versucht immer den rechten Stick nach oben zu drücken oder nach unten, je nachdem, wo sich euer Gegner gerade befindet, und kreist dann um ihn herum, beziehungsweise versucht, hinter ihn zu kommen. So, da gibt es dann noch eine kleine Methode, um dann noch etwas besser, etwas steilere Neigungswinkel hinzukriegen und etwas schärfere Kurven. Und zwar tippelt ihr immer wieder abwechselnd L2 und R2 an, wenn ihr seitlich fliegt. Sobald sich eure Schnauze bzw. die Spitze des Jets Richtung Boden richtet, müsst ihr L2 tippeln, sodass ihr wirklich ziemlich langsam werdet, und sobald ihr dann nach oben ziehen wollt, müsst ihr echt so viel Boost geben, wie es geht. Das sind so die Basics im Dogfight, wie ihr engere Kurven schafft, wie ihr es schafft, hinter euren Gegner zu kommen. So, wie ich schon gesagt habe, ich selber bin im Dogfight nicht ganz so bewandert, es gibt noch richtige Profi-Tricks, aber das sind schon mal zumindest die Basics, die ich euch beibringen kann, die auf jeden Fall schon mal was bringen werden, um euch besser im Dogfight zu machen. Also hier nochmal die drei Regeln: Wenn ihr euch seitlich bewegt und dann wirklich seitlich kreist, dann müsst ihr einfach immer L2 und R2 abwechselnd tippeln, dann habt ihr einen relativ engen Wendekreis. Sobald sich die Schnauze eures Jets Richtung Boden richtet, müsst ihr ganz viel L2 tippeln, sprich bremsen, und sobald ihr dann wieder nach oben zieht, müsst ihr Vollboost geben, um so die möglichst besten Winkel zu kriegen. Natürlich dürft ihr hier nie vergessen, immer mit der Kamera zu arbeiten, damit ihr euren Gegner immer im Blickfeld habt. Was auch noch eine richtig coole und nützliche Methode ist, ist halt, wenn ihr R3 reindrückt. Wenn ihr R3 reindrückt, dann guckt ihr nach hinten, aber ihr werdet merken, dass ihr mit dieser Rückwärtskamera auch nach vorne schauen könnt und einfach nochmal einen viel besseren Überblick habt, euren Gegner noch besser zu erfassen. Allerdings ist das wirklich sehr schwierig, weil die Kamera immer wieder rumflippt. Das ist echt eine Übungssache, das kann ich selber noch nicht. Aber in der Theorie versucht das zu üben, das wird euch wirklich helfen, in Dogfights zu dominieren. Hier dann auch der Clip, wie mein Instagram-Bild entstanden ist. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, ihr wisst Bescheid. An alle anderen hier eine kleine Werbung für meinen Instagram-Account. Ihr könnt mir auf meinem Instagram-Account folgen. Da schicke ich immer ab und zu ein paar lustige Bilder, vor allen Dingen Bilder aus der Community bzw. aus Community-Streams. Ist ganz witzig, könnt ihr mal vorbeischauen, Leute. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, kommen wir jetzt zu dem schönen Thema Bomben. Oh Leute, Bombenkills macht so viel Spaß. Ihr glaubt es gar nicht. Mit Bomben kann man richtig coole Kills machen. Und Bomben, um mit Bomben Kills zu machen, braucht man auch richtig Skill, Leute. Ist nämlich nicht gerade so einfach. Hier gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, außer üben, üben, üben natürlich. Und ansonsten kann ich euch hier auf jeden Fall den Tipp geben, wenn ihr eine Bombe werfen wollt. Natürlich müsst ihr immer auf die Distanz achten, jeweils wie hoch ihr seid. Je höher ihr seid, desto länger fällt die Bombe und desto weiter fällt auch die Bombe. Und deswegen würde ich euch hier echt den Tipp geben, dass ihr steil an euren Gegner ranfliegt und dann, wenn ihr seinen Namen aufploppen seht, kurz vor ihm die Bombe loslasst und dann wieder hochzieht. Da müsst ihr echt ein Feeling für kriegen. Aber dieses steil runterfliegen, kurz dann den Namen von ihm sehen und dann hochziehen, das ist so das, womit ich am meisten Bombenkills mache. Da müsst ihr halt wirklich ein Feeling für kriegen. Aber das könnt ihr zum Beispiel auch mit eurem Freund dann üben, in der Stadt oder so, in einer geschlossenen Sitzung, wie man dann da perfekte Bomben wirft. Und jedes Mal, wenn ihr eine Bombe werft, könnt ihr da auch Kreis drücken. Und wenn ihr Kreis drückt, dann habt ihr diese Bombenkamera, sprich ihr seht dann genau, wo diese Bombe hingeht und könnt dann damit auch immer ein bisschen abschätzen, ob ihr dann getroffen habt oder nicht oder wie weit ihr noch hättet vorzielen müssen und so weiter. Also das ist wirklich ein Rumprobieren, aber dieses steil anfliegen, wenn ihr den Namen seht, die Bombe loslassen, ist auf jeden Fall eine gute Methode bzw. ein guter Tipp, um Bomben zu treffen. So, dann kommen wir zum Starling.
Und der Starling ist ein extrem gutes Flugzeug gegen Luftziele und gegen Bodenziele. Primär ist der Starling ein super Konter gegen Laser- und Hydra-Jets und auch gegen den B-11. Denn mit den Flares kann der B-11 sich nur ganz kurz mal für ein oder zwei Raketen retten, aber da der Starling Raketen spammen kann, hat der B-11 auch schlechte Karten dagegen. Und da der B-11 auch den Raketen so nicht wirklich ausweichen kann, ist er komplett am Arsch. Der Starling hat wie gesagt Lenkraketen, kann Bomben werfen und hat auch noch ein extrem starkes MG, was allerdings nur gegen Luftfahrzeuge wirklich richtig nützlich ist. Ihr habt zwei verschiedene Varianten, um auf dem Boden Ziele anzugreifen, und zwar einmal die ungelenkten Raketen oder halt auch die gelenkten Raketen, und dann haben wir noch die Bomben. Wenn ihr Bodenziele mit ungelenkten Raketen angreifen wollt, müsst ihr wieder straight von oben kommen. Hier arbeitet ihr wieder mit der Minimap, schaut genau, wo euer Pfeil ausgerichtet ist und versucht anhand der Straßen und der Gebäude euren Gegner genau zu lokalisieren. So, wenn ihr mit den Raketen schießt, müsst ihr darauf achten, dass der Starling die Raketen immer abwechselnd schießt. Sprich, er schießt einmal Raketen von der rechten und einmal von der linken Seite. Das müsst ihr beachten, wenn ihr runterfliegt und angreift, dass ihr euer Fadenkreuz nicht wirklich direkt auf den Gegner ausrichtet, sondern immer ein Stückchen nach rechts oder immer ein Stückchen nach links ausgerichtet, je nachdem, mit welcher Seite ihr gerade schießt. So, wenn ihr euer Ziel trefft oder halt verfehlt, fliegt ihr wieder straight nach oben, nutzt den Boost, um an Höhe zu gewinnen, dreht euch oben in der Luft wieder und geht wieder runter. Das MG vom Starling ist tatsächlich so stark, dass ihr sogar Leute aus Fahrzeugen rausballern könnt. Das heißt, ihr müsst wirklich nur einmal kurz treffen und der Gegner ist tot. So wie hier zum Beispiel in den Beispielen habe ich ihn aus dem Buzzard geholt. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie stark das MG ist, dass ihr auch Leute einfach daraus killen könnt. Der Starling ist tatsächlich auch ein Jet, der es mit Deluxus und Oppressor MK2 aufnehmen kann, zumindest ein wenig. Denn ihr könnt im Deluxo oder Oppressor MK2 einfach hinterherfliegen und so lange Raketen spammen, bis eine trifft. Allerdings müsst ihr auch darauf achten, dass euer Gegner vielleicht nicht gerade der Super Pro ist, weil eine Kontermethode gegen Oppressor oder Deluxo ist der Starling nämlich trotzdem nicht. Kommen wir zum Pyro. Und der Pyro ist der allerbeste Dogfighter, den es in diesem Spiel gibt. So, warum ist er das? Der Pyro ist extrem wendig und hat auch noch eine ordentliche Geschwindigkeit am Start. Er besitzt ungelenkte und Lenkraketen und ebenfalls wie der Starling extrem starkes MG. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Pyro auch wirklich ausschließlich für Dogfight geeignet ist, sprich für Luftkampf. Natürlich können sich die Leute, die eine Herausforderung suchen, auch mit dem Pyro auf dem Boden angreifen, denn der Pyro hat auch ungelenkte Raketen. Allerdings ist er dafür eigentlich nicht gemacht. Auch mit dem MG vom Pyro kann man einfach mal Leute aus Luftfahrzeugen schießen, gar kein Problem. Denn wie gesagt, das MG von Pyro ist auch extrem stark und macht auch wirklich gut Schaden an Luftfahrzeugen. Generell ist die Strategie halt ein Pyro-Lenkraketen schießen, damit der Gegner sich dreht. Und während der Gegner sich dreht, schießt ihr ihn dann mit dem MG ab, damit ihr ihn easy rausholen könnt, beziehungsweise beschädigen und eliminieren könnt. Als letztes will ich nochmal auf zwei Flugmanöver eingehen, die nicht wirklich unbedingt nützlich sind in diesem Spiel, aber ziemlich cool aussehen und man kann mit denen auch ziemlich coole Stunts machen, und das ist zum einen das Hovern und zum anderen das Rückwärtsfliegen. So, kommen wir erstmal zum Hovern. Ein Jet Hovern heißt einfach, dass ihr mit dem Jet richtig langsam fliegt, und zwar so langsam wie ungefähr ein Helikopter fliegt. So, um richtig zu hovern, müsst ihr einmal das Fahrwerk ausfahren, den Jet leicht nach hinten ziehen und immer wieder L2, sprich die Bremse, tippeln. Ruhig mal etwas länger halten, aber achtet immer darauf, dass die Düse nicht ausgeht. Und solltet ihr merken, dass der Jet so leicht nach unten fällt, gebt wieder ein bisschen Boost, damit er wieder etwas an Höhe gewinnt. So, hovern hat eigentlich nur den einen Vorteil, und zwar könnt ihr, wenn ihr den Jet hovern könnt, an Orten landen, wo ein Jet eigentlich nicht landen sollte. Aber mit dieser Methode könnt ihr es halt trotzdem, wie zum Beispiel auf einer Yacht oder auf einer Maze Bank, da könnt ihr wunderbar da mit dem Jet drauf landen. Hat in dem Sinne keinen wirklichen Sinn, aber sieht halt cool aus und macht ein bisschen was her. Kommen wir jetzt zum Rückwärtsfliegen. Und ja, das Rückwärtsfliegen ist eigentlich mehr eine Spielerei, hat nicht wirklich einen richtigen Nutzen, sieht aber auf jeden Fall ganz cool aus und ist definitiv ziemlich schwierig. Das Rückwärtsfliegen würde ich wirklich nur Leuten empfehlen, die sich schon mit Jetfliegen allgemein auskennen, und das ist eigentlich auch einer so der letzten Steps, die man üben sollte. Das Rückwärtsfliegen ermöglicht euch halt ein paar coole Stunts, ihr könnt ein bisschen vor euren Freunden angeben, sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus und macht auch ordentlich Eindruck. So, kommen wir mal dazu, wie man denn überhaupt rückwärts fliegt. Ich persönlich muss sagen, ich fliege noch nicht lange rückwärts. Ich habe Rückwärtsfliegen tatsächlich nur für diesen Guide hier geübt und gelernt. Und ich muss sagen, Rückwärtsfliegen, das zu lernen, ist wirklich ziemlich schwer. Da gibt es so ein paar kleine Sachen, auf die man dann achten muss. Das ist ein extremer Erfahrungswert. Bis man rausbekommt, wie es wirklich funktioniert, muss man wirklich viel, viel üben. Das muss man in dem Sinne ein bisschen selber rausfinden, wie man was macht. Aber ich kann euch hier schon mal die Basic-Tipps geben und dann auch noch die Tipps, die mir geholfen haben, worauf ich dann geachtet habe, was es mir dann möglich gemacht hat, rückwärts fliegen zu können.
So, wir fangen mal unten auf der Landebahn an. Ihr startet also den Jet ganz normal mit dem Fahrwerk noch ausgefahren und fliegt erstmal straight nach oben, fahrt das Fahrwerk ein. So, jetzt müsst ihr auf die Minimap achten und ihr zieht den Jet einfach dann beim Hochfliegen so weit nach hinten, bis sich die Minimap unten links komplett einmal dreht. So, wenn die sich einmal so komplett dreht, dann wisst ihr, dass ihr gerade in diesem Winkel seid, dass die Schnauze des Jets wirklich straight oben ist, schön gerade oben. Ihr könnt dann mit der Jetspitze immer so ein bisschen hin und her balancieren, müsst quasi genau zwischen dem Punkt sein, wo sich diese Minimap dreht. Dann wisst ihr, dass ihr straight gerade seid. So, als nächstes drückt ihr dann R3, um nach hinten zu schauen und balanciert das ein bisschen aus, auch mit R1 und L1, je nachdem wie euer Jet so gedreht ist, dass ihr das noch ein bisschen ausrichtet, dass er möglichst schön gerade ist. Dann müsst ihr so wenig wie möglich danach gegenkontern. So, dann fahrt ihr das Fahrwerk aus und tippelt immer wieder L2, um langsamer zu werden. Der Jet fängt dann langsam an zu piepsen. Da kommt ihr dann in den Strömungsabriss. Und sobald er anfängt, richtig schnell zu piepsen, seid ihr quasi in diesem Rückwärtsmodus und ihr müsst sofort das Fahrwerk einfahren. Wichtig hierbei ist auch, dass ihr den linken Stick immer so ein bisschen nach hinten noch tippelt, dass die Schnauze des Jets wirklich immer schön straight oben ist, also schön gerade ist. So, und sobald ihr dann in diesem Rückwärtsmodus seid, in diesem Flug, dass der Jet nach hinten gleiten will, müsst ihr euch das die Steuerung umdenken. Und zwar müsst ihr euch das so denken, dass die Düse des Jets jetzt die Schnauze des Jets ist quasi. Da, wo ihr jetzt den Jet normalerweise nach oben ziehen wolltet, sprich mit dem linken Stick nach hinten drückt, zieht ihr jetzt die Düse nach hinten. Und damit balanciert ihr dann quasi auch aus, dass ihr schön gerade rückwärts fliegt. Also müsst ihr euch jetzt quasi einfach nur den Jet einmal komplett umgedreht vorstellen. Und wenn ihr die Düse nach hinten ziehen wollt, sprich nach oben ziehen wollt, dann müsst ihr den linken Stick nach hinten drücken. Wenn ihr die Düse nach unten drücken wollt, dann müsst ihr den linken Stick nach vorne drücken. So, dann wird der Jet noch versuchen, in eine der beiden Seiten auszubrechen. Wenn ihr auf die rechte Seite des Bildschirms ausbricht, müsst ihr R1 drücken. Und wenn er auf die linke Seite des Bildschirms ausbricht, müsst ihr L1 drücken. Ihr müsst quasi verhindern, dass der Jet seitlich nach oben wegzieht. Das heißt, ihr müsst dann mit R1 und L1 gegenkontern, je nachdem, auf welche Seite er fällt. Wichtig beim Rückwärtsfliegen ist auch, dass ihr den Jet in einer möglichst schrägen Position haltet, also in einer seitlichen Position. Das ist die beste Position, um mit dem Jet rückwärts zu fliegen. Und ihr müsst verhindern, dass der Jet nach oben ausbricht. Das hört sich alles richtig kompliziert an. Und Leute, das ist auch alles richtig kompliziert, weil das einfach Erfahrungswerte sind, die ihr selber in dem Sinne machen müsst. Ich werde euch gleich einfach nochmal kurz die Basics aufzählen und mit denen müsst ihr dann am besten üben. Da braucht ihr echt ein Feeling für. Also nochmal die Reihenfolge, komplett von vorne, Step by Step. Ihr startet den Jet und zieht ihn nach oben. Während ihr ihn nach oben zieht, schaut ihr links unten auf die Minimap und zieht ihn so weit nach hinten, bis die Minimap sich einmal komplett dreht. Dann wisst ihr, dass der Jet schön gerade oben ist. Sobald ihr diesen Punkt erreicht habt, drückt ihr R3, um nach hinten zu schauen und fahrt das Fahrwerk aus, um langsamer zu werden. Dann tippelt ihr immer wieder L2, sprich die Bremse, und hört als erstes ein relativ langsames Piepen, dann kommt ihr in den Strömungsabriss. Und sobald das Piepen dann ganz schnell wird, fahrt ihr das Fahrwerk ein und balanciert die Düse des Jets möglichst geradeaus. Je nachdem, auf welche Seite der Jet fällt, fangt ihr ihn dann mit L1 oder mit R1 ab. Sobald ihr euch sicher seid, dass ihr ihn auf einer Seite abgefangen habt und ihr ihn ein bisschen unter Kontrolle habt, lasst ihr R3 los, sodass ihr nicht mehr nach hinten schaut. Und zack, ihr seid im Rückwärtsflug. Achtet jetzt darauf, dass der Jet nicht nach oben ausbricht. Ihr könnt da ein bisschen gegenkontern, indem ihr das Hinterteil des Jets, sprich die Düse des Jets, Richtung Boden lenkt und vielleicht sogar somit einfach die Richtung wechselt. Das ist das ganze Prinzip vom Rückwärtsfliegen. So wie ich das für mich persönlich erfahren habe und so wie ich das für mich persönlich am besten herausgefunden habe. Hiermit beende ich den Jet Guide, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Es war ein wirklich sehr ausführlicher Guide. Ich hoffe, ich konnte euch in einigen Punkten helfen, euch vielleicht noch ein paar Tipps geben und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin raus. Ciao, ciao, Leute. Like Dan, Dan with the white van.